Ja, ich möchte Sie hiermit zu unserer letzten KI-Lecture zu Lernen, Bildung und künstliche Intelligenz in diesem Sommersemester auf dem KI-Campus begrüßen. Zu den technischen Gegebenheiten möchte ich sagen, dass das Gespräch wird aufgezeichnet, also das Gespräch zwischen Herrn Wollersheim und mir. Währenddessen ist es ganz natürlich, dass Sie Ihre Kamera und Ihren Ton nicht bedienen können. Wir haben nachher aber auch noch ein Plenum, das nicht aufgezeichnet wird, und Sie erhalten dann aber Bild und Ton zurück. Ja, ich übergebe einmal an Sie, Herr Wollersheim. Ja, von mir auch eine herzliche Begrüßung ins Plenum. Und wir sehen ja heute ein bisschen zurück zu Beginn unseres gemeinsamen Gesprächs. Wir hatten uns in der Vorbereitung auf die heutige Sitzung einen kleinen Ablauf überlegt. Das heißt, Frau Bitt hat die konzeptionellen Arbeiten gemacht und ich habe freudigen Herzens zugestimmt, weil ich das Konzept gut fand. Und da ist eine zeitliche Struktur entstanden, die Sie sicher jetzt gerne vorstellen würden, Frau Bitt. Ja, ich muss einmal kurz, ich dachte, ich hätte... Moment. Genau, dazu stelle ich jetzt einmal die Agenda in den Chat. Oh, das ist jetzt dreimal drin. Und zwar haben wir vor, also zwei Resümees zu geben. Zwei Statements haben wir mitgebracht und drei Fragen für das Plenum. Anschließend haben wir dann noch zwei Take-Home-Messages und wir hören mit einem Meinungsbild auf. Mittlerweile liegen eigentlich 6 KI-Lectures hinter uns mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, Themenfeldern oder auch Projekten, vor allem zu KI, zu Lernen und KI. Und daher könnten wir jetzt wirklich ein Resümee ziehen. Herr Wollersheim, mich interessiert nach diesen bisherigen Lectures, welchen Ansatz, welche Perspektive, welches Projekt oder welche Idee ist für Sie zentral gewesen? Oh, das ist jetzt ganz schwierig. Ich habe 6 sehr interessante Projekte kennengelernt. Ich hatte ja das Vergnügen, den Reigen ein bisschen zu eröffnen und habe kurz unseren Forschungsverbund vorgestellt, Tech4Com, und habe in dem Kontext ganz knapp die Kernfragen dieses Forschungsverbundes dargestellt, nämlich wie funktioniert Kompetenzentwicklung, wie können wir Kompetenzerwerb durch Mentoring unterstützen und wie können wir das Ganze skalierbar machen. Und habe in dem Zusammenhang 3 Vorbemerkungen gehabt. Das eine, wenn wir über KI und Bildung reden, dann müssen wir über den Bildungsbegriff reden. Und wir haben ein Modell von Kompetenzerwerb und das wollen wir durch Mentoring und diesen Prozess wollen wir durch Mentoring unterstützen. Und nochmal zur Erinnerung, das war unser Modell für diesen Kompetenzerwerb. Sehr komplex, basiert aber auf einer erfolgreichen Aufgabenbewältigung. Und beim Mentoring haben wir 5 verschiedene Funktionen in Tech4Corp unterschieden. Und die spannende Frage ist ja, welche dieser Funktionen sei eigentlich die wichtigste? Und da komme ich schon in den Kern unserer Botschaft, nämlich die Bedürfnisse der Mentees bestimmen, welche mentorielle Funktion jeweils im Vordergrund steht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen, also auch im Sinne einer hybriden KI, nämlich die einen wollen sehr klar strukturiertes Training mit begrenzten, kontrollierbaren Zielen und die anderen suchen eher einen offenen Prozess, Beratung, Anregung und Herausforderung. Und wir versuchen mit dem, was wir basteln im Verbund, an dieses Mentoring dann anzuknüpfen. Das heißt, die technologischen Angebote
orientieren sich an den Prinzipien und an den Funktionen. Und wir versuchen, das umzusetzen mit KI, hier nochmal zur Erinnerung unserer Chatbots, was denn so ungefähr möglich ist. Wir arbeiten unter anderem mit textlinguistischen Verfahren, die berühmten Grafiken, die wir an die Studierenden zurückmelden. Und wir haben so eine Idee, was sind die nächsten Herausforderungen, nämlich die multimodalen Analysen von Lernerdaten. Das ist, glaube ich, etwas, was im Moment einige Kolleginnen und Kollegen in der Republik umtreibt. Und auch die nutzerorientierte Kombination von Aufbereitungsformen. Und das leitet eigentlich schon gut über zu dem Vortrag von Herrn Kollegen Köhler aus Dresden. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen nochmal das Cover hier rein montiert. Und das waren seine Punkte. Das ist ein sehr ähnlicher, sehr verwandter Ansatz. Verständlich, denn Thomas Köhler ist geschätzter Kollege in unserem Forschungsverbund und hat dann in seiner Einheit gezeigt, das sind die 5 großen Trends: Openness, User Generation of Content, Independence of Learning Behavior, 24/7. Socialization in new community forms und Datization of all education activity. Und da bettet er jetzt seine Ansätze einer Theorie des digitalen Lernens ein. Also etwas, wo sich Lernen tatsächlich verändert. Ralf Lankau hat zwar geschrieben, kein Mensch lernt digital. Ich glaube es nicht. Kein Mensch lernt analog, sondern Lernen ist eine geistig produktive Tätigkeit und ist nicht an Formate wie Digitalität oder Analogität gebunden. Und diese Grundideen bei Thomas Köhler waren, es geht um das Treffen von Vorhersagen. Und das heißt, Lernende und Lehrende werden datenbasiert abgebildet oder Lehrende und Lernende können datenbasiert abgebildet werden. Jedenfalls ist eine seiner Botschaften: Daten treffen Daten. Und das ist, glaube ich, auch das Neue. Und er hat ein bisschen gezeigt, wie wir das im Forschungsverbund umsetzen. Und sehr beeindruckt hat mich auch die Lecture von Aljoscha Burchardt. Alle reden von ethischer KI, aber was meinen Sie eigentlich damit? Er hat nochmal an Grundbegriffe erinnert, hier nochmal als Reminder. Und sehr überzeugend fand ich dann seine Frage, was kann ethische KI eigentlich bedeuten? Da hat er diese 3 Grundpunkte, nämlich entweder Systeme, die moralisch gute Zwecke realisieren, was immer das ist, oder in den Entwicklungs- und Implementationsprozess solcher Systeme fließen ethische Überlegungen ein. Das ist, glaube ich, der Kern der Debatte im Moment. Und was auch spannend wäre, wo wir aber noch gar nicht sind, dass KI-Systeme zu dem Zweck entwickelt werden, ethische Deliberation, Begründung und moralische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Also etwas wie eine Moral Machine. Ethische KI in Lernen und Bildung, das hatte ich vorher so noch gar nicht gesehen. Herr Burchardt hat darauf hingewiesen, wir haben die üblichen Kategorien. Es soll Transparenz sein, es soll menschliche Kontrolle herrschen, Vorurteilsfreiheit und so weiter. Aber das große Problem ist ja, dass diese KI-Unterstützung auf ganz unterschiedlichen Feldern funktionieren soll, in Recommender Systems, in Learning Analytics, in der automatisierten Übersetzung als Hilfsmittel, als Feedback-Instrument, in der Simulation und so weiter. Und das ist dann besonders herausfordernd. Die Quintessenz für mich war, aus sachkundigen kollegialem Mund nochmal formuliert zu bekommen, wir haben 3 Prozesse, nämlich das Wahrnehmen und Erkennen, zweitens das Verstehen und Wissen und drittens das Planen und Handeln. Und das jetzige Machine Learning oder auch Deep Learning baut einen Kurzschluss zwischen 1 und 3. Und die Kernbotschaft, die ich verstanden habe, ist, das Ziel muss sein, maschinelles Lernen in allen Prozessschritten zu haben und nicht nur zwischen Wahrnehmen und Ergebnis. Und zurzeit ist normativer Einfluss auf dieses System noch nicht möglich, könnte aber ein Ziel sein, wobei immer noch die große Frage ist, was
passiert dann eigentlich mit diesem Ding und wie kriege ich eigentlich meine normativen Vorstellungen, über die wir uns vorher auch noch einigen müssen, in das System hinein? Das waren so in aller Kürze ein paar Punkte, die ich selber vertreten habe, die ich auch mitgenommen habe. Aber jetzt muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, wir haben die Aufteilung vorher abgesprochen. Sonst sieht das ja so aus, als würde ich nur mich selber loben. Und deswegen gebe ich jetzt gerne an Sie zurück, Frau de Witt, damit Sie auch über eigene Dinge und anderes berichten können. Aber damit wir so ein Resümee bekommen über all diese Lectures, die wir gehört haben. Und ich denke, man kann auch am besten über das berichten, worin man auch selber arbeitet. Stimmt. Von daher hat für uns so diese Aufteilung gepasst. Obwohl, wenn ich jetzt so ein Resümee ziehe, also was für mich so zentrale Aussagen und Aspekte waren, kann ich auch sagen, dass eigentlich sowohl bei Ihrem Vortrag eben zu digitalem Mentoring und Kompetenzerwerb am Beispiel von Tech4Comp, aber auch bei dem Vortrag von Professor Köhler, der auch heute dabei ist, zur Theorie des digitalen Lernens, bei dem Vortrag von Professor Nils Pinkwart über Learning Analytics, als auch bei meinem Vortrag zu Personalisierung des Hochschulstudiums am Beispiel des EREDO Research Labs deutlich wurde, dass es eigentlich so allen Ansätzen um die Unterstützung und Förderung des individuellen Lernens geht. Und zwar eben durch den Einsatz, wie Sie das auch gerade schon gesagt haben, prädiktiver, vorhersehbarer Technologien und probabilistischer Vorhersagen. Also für mich ist nach diesen Vorträgen Personalisierung schon der zentrale Begriff bei diesen KI-basierten Projekten, als auch eben für Learning Analytics. Also um diesen Begriff der Personalisierung einfach nochmal zu rekapitulieren. Personalisiertes Lernen findet statt, wenn das Engagement der Studierenden und ihre Kompetenzen gefördert werden. Also wenn ihre individuellen Lernbedürfnisse dabei nicht nur berücksichtigt werden, sondern wenn sich eben auch Feedbacks oder Recommender an die wechselnden Lernbedürfnisse flexibel und dem individuellen Lerntempo entsprechend anpassen. Und sowohl Tech4Comp als auch EREDO Research Lab setzen Personalisierung mit KI-Verfahren und didaktischen Methoden um. Dies geschieht auf ähnliche Weise, aber und doch auf unterschiedliche Weise. Also wir haben Ähnlichkeiten, aber und trotzdem finden sich da auch Unterschiede. Wir befinden uns in diesen Projekten, aber ich denke auch generell in vielen anderen hochschulischen Projekten ja noch in der Entwicklungsphase. Das Spannende werden für mich die Einsätze und Evaluationen sein. Dann wird eigentlich deutlich, ob und wie Studierende mit personalisiertem Lernen beispielsweise ihre wissenschaftliche Qualifikation, aber auch ihre eigenen Bildungsziele erreichen. Und diese Erkenntnisse zur Personalisierung werden wir durch den Einsatz der Recommender-Systeme bzw. Bots als Unterstützung bei der Aneignung der Lerninhalte und der eigenen Lernprozesse im begleiteten Selbststudium, aber auch zur Unterstützung und Erleichterung für den Durchlauf des Hochschulstudiums gewinnen können. Und einen anderen Aspekt möchte ich noch erwähnen, der mir ja bei den Vorträgen aufgefallen ist, aber auch in der eigenen Arbeit in diesen Projekten. Nämlich, dass es bei der Gestaltung von digitalen Medien für Lernprozesse, bei der Gestaltung eben personalisierten Lernens, es auf die didaktisch geleiteten Adaptionen ankommt, auf mediendidaktische Konzepte, die von bildungswissenschaftlichem Denken geprägt sind. Also es geht bei den KI-unterstützten Anwendungen zum personalisierten Lernen eben nicht nur um die technologische Neuheit, technologische Innovation, sondern um bildungswissenschaftlich fundierte Lösungen. Also man sollte sich bewusst sein, dass die Bildungswissenschaft die Zielvorstellungen, also was wollen wir mit KI erreichen, formulieren kann. Die Mediendidaktik, die bringt Lösungen zum Wie wesentlich mit ein. Die Technologie, so sehe ich das, ist dabei nur ein Mittel- und Gestaltungselement zur Erreichung eines Lern- und Bildungsziels.
denen Vorträgen bzw. Projekten vorgestellten Ontologien, Empfehlungen bzw. Recommender und Chatbots basieren auf bildungswissenschaftlicher Expertise und didaktischen Prinzipien. Ich denke, das kann man so für alle Projekte sagen. Und in Abstimmung mit den technischen Lösungen tragen sie dann dazu bei, dass zum Beispiel Konflikte zwischen der Lernpräferenz eines Studenten bzw. einer Studierenden und einer optimalen Lernstrategie vermieden werden. Dass die Studierenden die Entscheidungen über die ausgewählten Lernziele, die zu verwendeten Unterstützungsdienste selbst treffen können. Also in Interaktion mit dem System werden Lernziele, Lerninhalte, Tempo und auch Lernergebnisse eng auf die Bedürfnisse eines oder einer Studierenden für den individuellen Lernfortschritt abgestimmt. Das bedarf eben bildungswissenschaftlichem und mediendidaktischem Know-how. Und ich habe auch noch einen dritten Aspekt, den ich noch gerne referieren möchte, nämlich dass eben auch kritische Aspekte in der Lecture angesprochen wurden. Beispielsweise gehören dazu Bedenken, dass je nachdem, wie wir personalisierte Lerntechnologien entwerfen, implementieren und bewerten, anstelle auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden einzugehen, Empfehlungen eher für Durchschnittsstudierende zugeschnitten werden. Also diese Kritik hört man immer wieder, dass wir trotz der Personalisierung, quasi Personalisierung, doch eher für Durchschnittsstudierende KI-Anwendungen gestalten. Und eine Kritik ist auch, dass es eben sehr problematisch wäre, wenn man aufgrund eben falscher Analysen von Seminaren oder Prüfungen oder Ähnliches ausgeschlossen würde. Keine Frage. Also mit Big Data im Hochschulstudium gehen halt Ängste gegenüber KI und Learning Analytics einher. Also Machtverhältnisse zwischen Betroffenen und Verantwortlichen, unklare Regulationen von Dateneigentum, Anonymität, Datensicherheit ist auch ein großes Thema, Eindringen in die Privatsphäre ein anderes, Intransparenz der Systeme und in der Folge eben fehlendes Vertrauen. Daher möchte ich so abschließend zu diesem Resümee mit Rückblick auf den Vortrag von Aljoscha Burchardt auch noch einmal eben auf diese ethische und datenschutzrechtliche Aufgabe bei der Implementierung von KI und Learning Analytics hinweisen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein aktueller Ansatz, um diesen Ängsten zu begegnen, sind diese Trusted Learning Analytics nach Draxler und anderen, die wir bald auch, denke ich mal, an der Fernuni implementieren werden. Also hier gilt das Grundprinzip der Einwilligung, das konsequent umzusetzen ist und die Integration der Learning Analytics Systeme in die entsprechenden Verfahrensverzeichnisse. Zugrunde liegt also diesen Trusted Learning Analytics ein Verhaltenskodex, in dem sich die einzelne oder auch einsetzende Hochschule verpflichtet, dass zum Beispiel Learning Analytics ausschließlich des Zwecks einer Verbesserung der Bedingungen für Lernen und Lernen zu dienen, also alle Studierenden gleichermaßen von Learning Analytics profitieren zu lassen und den Umgang mit Daten transparent zu gestalten. Dazu gehört eben auch die Führungsverantwortung als regelmäßige Kontrolle der Umsetzung von Learning Analytics und KI auf Basis dieses Kodex und die Verpflichtung zum Angebot von Weiterbildungen für Betroffene und Verantwortliche. Wir hatten ja gesagt, wir haben zwei Resümees. Wir haben aber auch zwei Statements. Herr Wollersheim, ich würde Sie gerne einmal fragen, was ist Ihr Statement in unserer Abschlusssession? Können Sie vielleicht was dazu sagen, welche Qualität von Lernen vielleicht erforderlich ist, damit Bildung entstehen kann? Oder was ist für Sie noch so eine Stellungnahme, die Sie abgeben möchten? Der Klassiker. Mikro aus. Ja, vielen Dank, Frau DeWitt, für die Frage. Und ich würde gerne nochmal auch anknüpfen an das, was... Moment.
an das, was Sie, das Stichwort, das Sie vorher genannt haben, nämlich Personalisierung als Zukunftsaufgabe. Und in dem Kontext würde ich gerne hinweisen auf eine sehr neue Veröffentlichung. Ich bin da letzte Woche leider erst drüber gestolpert, aber eine lästige Sünde, denn es ist tatsächlich erst im Mai erschienen. Hans-Günter Rolf und Gerold Bregger als Herausgeber. Hans-Günter Rolf ist ja kein Unbekannter in der Pädagogik, gerade im Ruhrgebiet in Dortmund, sehr namhaft mit dem Institut für Schulentwicklungsforschung. Er war sogar mein also mein Gutachter für meine Promotion. Und ich war bei ihm in seinem Institut für Schulentwicklungsforschung auch lange Jahre beschäftigt. Deswegen ist aber ein Zufall. Ja, und in diesem Handbuch Lernen mit digitalen Medien gibt es ein ganz ausführliches Kapitel über Personalisierung. Aber was mich auch ganz genauso begeistert ist, es gibt von unserem Kollegen Hilbert Meyer für die Nichtpädagogen der Hinweis, einer der führenden Didaktiker der 70er, 80er, 90er Jahre und seit einigen Jahren im Ruhestand, aber wirklich eine der führenden Schuldidaktiker, gibt es einen Artikel über die 7 Standards eines digital gestützten Unterrichts. Sehr lesenswert. Und das führt mich zu meinem eigenen Statement. Und da greife ich einfach nochmal auf, welche Qualität von Lernen muss denn eigentlich da sein, damit Bildung entstehen kann? Und für mich, der ich ja auch aus der historischen Bildungsforschung komme, ist ein Phänomen, dass wir eigentlich im Moment daran arbeiten, was große Köpfe im 19. Jahrhundert schon formuliert haben, natürlich mit einer anderen Begrifflichkeit. Aber es geht bei Bildung in erster Linie um die Rolle der Selbstgestaltung, der Personenwertung, der Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Rolle der Selbstgestaltung, auf die hin müssen wir unsere Lernprozesse ausrichten. Das heißt, wir haben es zum Beispiel bei Humboldt zu tun mit einem Ideal der Ganzheitlichkeit, denn Bildung ist die Bildung aller Kräfte zu einem harmonischen Ganzen. Und wenn Sie Ihren Humboldt gut gelesen haben, erinnern Sie sich noch, dazu gibt es zwei Bedingungen, nämlich erstens Freiheit und zweitens Mannigfaltigkeit der Situation. Und das ist ganz entscheidend, weil dahinter steht, dass Lernen etwas, dass Bildung ein Prozess ist, den man nicht erzwingen kann. Also für mich ganz entscheidend, wenn ich als Bildungswissenschaftler mich mit solchen Konzepten der Begleitung, der Ermöglichung von Bildung beschäftige. Grundprinzip ist die Grenze der Herstellbarkeit, das Technologiedefizit, von dem Luhmann sprach. Also Bildung kann man von außen ermöglichen und man kann sie von außen unterstützen, aber sie kann nicht von außen gemacht werden. Das heißt auch, wir sollten auf alle rigiden Fantasien verzichten und darauf verzichten Studierende auf unsere Denkwege und auf unsere Bildungswege zu zwingen. Ein ehemaliger Potsdamer Kollege, Lothar Klingberg, dem einen oder anderen wird der Name etwas sagen in der Didaktik, hat das mal so formuliert, das Lehren ist konservativ und das Lernen ist anarchisch. Er hat natürlich diesen Begriff nicht gebraucht. Das konnte er vor 1989 vor sich selber auch nicht tun. Aber er hat es gemeint. Lehren ist konservativ, ist regelbasiert, ist auf die Weiterreichung von Wissen, von Stoff ausgerichtet. Und Lernen, da sind wir ganz alleine unterwegs. Und wie wir das machen und wie wir uns das zusammenreimen und wie das geht, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Aber dahinter steht immer, dass Bildung ganz effektiv begleitet werden kann und durch Prozesse, die wir, nennen wir heute Scaffolding oder irgendwas anderes. Aber es sind eben dann auch wirklich nur die Brückengeländer, die wir anbieten, die Treppengeländer und die Freiheit geben im Gehen der eigenen Wege. Und das ist, glaube ich, ganz
Richtig, denn wenn Bildung etwas zu tun hat mit Persönlichkeitsentwicklung, dann dürfen wir diese Persönlichkeitsentwicklung nicht programmieren im Ziel und im Weg, sondern wir müssen es auch ertragen, dass jede und jeder von uns seine eigene Vorstellung von der Entwicklung von Persönlichkeit hat. Bedeutet, wir machen Angebote, wir machen diese Angebote auch mehrfach und durch Digitalisierung sind wir in der Lage, diese Angebote auch zu personalisieren, zu differenzieren, sie auf unterschiedlichen Schwellenniveaus bereitzuhalten. Aber dann hört es auf. Helmke, Angebotsnutzungsmodell von Unterricht, trennt ganz klar zwischen einem Angebot, das wir machen, und der Nutzung und Nutzungskompetenz durch die, die dieses Angebot aktiv nutzen müssen. Das heißt, für mich in meinem Arbeiten und Denken liegt natürlich der Bildungsbegriff im Kern meines Statements. Und darüber nachzudenken und zu formulieren, wie kann Bildung eigentlich durch Digitalität, durch KI unterstützt und ermöglicht werden, das ist so im Kern meines Verständnisses. Und Frau de Witt, wie würden Sie Ihre Grundidee formulieren? Was ist der Kern, den Sie zu einem Statement verdichten? Die Frage ist ja, kann man wirklich mit Learning Analytics Bildung erreichen? Sind Learning Analytics und Bildung nicht sogar ein Widerspruch? Hängen Data Literacy und Bildung vielleicht auch zusammen? Also der Begriff und auch das Gebiet, sage ich mal, der Data Literacy ist ja jetzt aufgetaucht, nachdem wir ja lange auch über den Begriff der Medienkompetenz, der Medienbildung geredet haben, reden wir jetzt auch sehr viel über Data Literacy. Und da habe ich mir jetzt auch mal Gedanken gemacht, wie Learning Analytics, Data Literacy und Bildung zusammenhängen. Also als erstes würde ich sagen, Learning Analytics und Bildung sind für mich kein Widerspruch. Wenn wir also Learning Analytics einsetzen, wollen wir das Lehren, Lernen, intelligente Inhalte, Personalisierung und Adaption besser verstehen. Und eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch eine Lernenzentrierung unterstützen. Lernen ist quasi ein Mittel zum Zweck der Bildung. Und wie Sie auch gerade gesagt haben, Bildung ist mehr als Lernen. Sie ist Ziel, Prozess, eine Qualität des menschlichen Seins, wie es beispielsweise der Erziehungswissenschaftler Heinz Elmar Tenort formuliert hat, und ist Ausdruck der Persönlichkeit. Also da sind wir genau auf der gleichen Linie. Und diese Persönlichkeit, die zeigt sich in der aktiven und eben auch selbstverantworteten Tätigkeit. Aber man kann sich natürlich durchaus fragen, wenn also immer mehr KI-basierte Empfehlungssysteme und personalisierte Angebote Studierende in ihrem gesamten Studium unterstützen, ihre Entscheidungen abnehmen oder auch sogar die Kontrolle über ihr Lernen übernehmen, was passiert dann mit ihrer Bildung, mit ihrer Fähigkeit eben zu verantwortlichem Handeln neben der Berufsbefähigung als Ziel der Hochschulbildung? Deswegen, also Hochschulbildung bedeutet für mich, dass Studierende immer noch selbst eine Wahl haben und entscheiden können, welche Strategien oder welche Empfehlungen für sie gerade passend sind, wie ihre Lernorganisation aussehen soll und welche Ziele sie verfolgen möchten. Nichtsdestotrotz gehört auch zu einer zeitgemäßen Hochschulbildung für mich deshalb auf jeden Fall die Vermittlung von Data Literacy in allen Disziplinen, nicht nur in der Bildungswissenschaft, sondern eigentlich muss Data Literacy in allen Studiengängen implementiert werden. Denn Data Literacy befähigt uns, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und auch anzuwenden. Und letztlich, beziehungsweise zuvorderst eigentlich, diese Kompetenz ist nur ein Baustein einer allgemeinen Bildung im Sinne einer selbstverantworteten Urteilsfindung, die sich im und durch
ihren Gebrauch in, wie sagt man so schön, kontingenten Situationen korrigiert und verbessert. Bei aller Unterstützung, also durch KI, durch digitale Assistenten, Recommender, Bots und so weiter zum Studium, gehört einfach das Erlernen der Fähigkeit, selbstbestimmt handeln, kritisch beurteilen und die Entscheidung auch verantworten zu können. Auch in der Interaktion mit eben unseren intelligenten Anwendungen. Und zur Selbstbestimmung gehört beispielsweise auch das begründete Ablehnen einer algorithmisch getroffenen Entscheidung, eine selbstbewusste Artikulation auch der eigenen Interessen und Ziele. Den Grund, und das haben Sie auch gerade gesagt, für dieses selbstbestimmte Begründen, Urteilen und Entscheiden ist eben die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsbildung. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld auch gefragt, wo wir jeweils so unseren bildungswissenschaftlichen Ansatz haben, Fokus in der Auseinandersetzung mit KI. Und haben auch festgestellt, dass wir da eine unterschiedliche Richtung haben. Aber die Differenz belebt ja auch, finde ich. Also ich bin natürlich sehr stark verortet in bildungshistorischer Arbeit. Meine Wurzeln in den klassischen Bildungstheorien liegen ganz eindeutig bei Humboldt, bei Hegel und bei Theodor Litt. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass die in ihren kognitiven Anteilen sehr gut verträglich sind mit den kognitionspsychologischen Theorien von Jean Piaget und Hans Ebli aus dem späten 20. Jahrhundert. Auch wenn wir heute darüber reden, dass wir Leute ganzheitlich erreichen wollen und dass es also nicht nur um die Erzeugung der kognitiven Hochleistungskuh geht, sondern dass wir einen ganzheitlichen Ansatz haben, dann lese ich dann natürlich sofort Pestalozzi und kann das gut zusammenbringen. Also Kopf, Herz und Hand ist ja bei Pestalozzi die Metapher der Ganzheitlichkeit. Aber das Entscheidende ist nicht, dass es toll war, sondern man kann es gut zusammenbringen mit Motivations- und Handlungstheorien. Und wir erreichen nicht das, was wir wollen, wenn wir diesen ganzheitlichen Aspekt nicht im Kopf haben. Und im Ergebnis, und wenn Sie mich auf eine Formel festlegen möchten, Frau Kollegin, dann würde ich sagen, im Ergebnis vertrete ich eine konstruktivistische Lerntheorie, die Lernen als Co-Konstruktion von Wissensordnungen begreift, aber auch noch einbettet in Emotionalität, in Ganzheitlichkeit, in die affektive und motorische Dimension. Und die wollen wir ansprechen. Aber für die Ebene der Wissensvermittlung sehe ich Lernen als Co-Konstruktion. Jeder von uns muss seine eigenen Wissensordnungen bauen. Die sind aber nicht beliebig, sondern sollten einen guten Übereinstimmungsgrad haben mit den Anforderungen der Realität. Sonst werden es Luftschlösser, die konstruiert werden, und das wäre natürlich nicht sehr hilfreich. Ich weiß, dass Sie einen anderen Ansatz haben, Frau de Witt. Mhm. Bin sehr gespannt darauf, ihn nochmal formuliert zu bekommen. Ja, und was mir auch immer wieder durch den Kopf geht, ob man heute noch diese Ganzheitlichkeit wirklich erreichen kann und sollte. Ich meine, da gab es auch schon sowieso auch Debatten in den 80er Jahren, ob da dieses Bild, also diese Ganzheitlichkeit und Entfaltung aller Kräfte, ob das einfach noch so funktioniert in unserer heutigen Bildungslandschaft. Aber was ich bei Ihnen auch sehe, wo wir uns auch ähneln, ist, dass wir Hochschulbildung mit den innovativen KI-Anwendungen und Learning Analytics so nähern, dass wir sie einerseits bildungswissenschaftlich mitgestalten wollen, aber andererseits sie auch von der kritischen Seite betrachten. Und deswegen ist für mich eigentlich so eine Bildungstheorie zeitgemäß, die die Potenziale von KI und Learning Analytics reflektiert, indem sie eben sowohl die kritische Position als auch die
affirmative Positionen gleichermaßen wahrnimmt und auch verarbeitet. Und meine bildungstheoretische Heimat ist der Pragmatismus. Der verfolgt mich schon lange und der überzeugt mich auch schon seit langem und zeigt mir eigentlich auch in der Realität, dass es genau der richtige Ansatz ist, weil der Pragmatismus stellt halt die Handlungsprozesse in den Mittelpunkt. Und der versteht das Denken als Instrument zur Lösung von Problemen und ist Hilfe zur Verwirklichung unserer Interessen. Steht ein bisschen so Ihrem Ansatz vielleicht entgegen. Also weil für mich nicht das Denken das Zentrale ist, sondern das Denken in Handlungsprozesse zu bringen. Und darin zeigt sich für mich dann auch intelligentes Handeln oder auch Intelligenz im Sinne auch des Pragmatismus. Denn auch so eine pragmatistische Bildungstheorie, die wendet sich ja ganz konkreten Situationen zu, in denen wir uns befinden. Und sie bemisst auch Wahrheit danach, was uns hilft, bestimmte Probleme der Alltagswirklichkeit zu lösen. Und sieht Wahrheit auch als etwas Relatives und nicht als etwas Feststehendes an, was mir sehr gut gefällt. Und sie geht eben von dem anthropologischen Ansatz aus, dass wir eben handelnde Wesen sind und nicht nur kognitive Wesen. Für den Pragmatismus, nach John Dewey natürlich, ist Bildung so etwas wie die Rekonstruktion unserer individuellen Erfahrung. Ja, und diese bildende Erfahrung, er spricht davon, an experience, eine bildende Erfahrung, ist eben das Resultat von Interaktions- und Kommunikationsprozessen und eben das Ziel von Lernprozessen. Die Bildung resultiert für den Pragmatisten oder die Pragmatistin eben aus sogenannten Inquiry-Prozessen, deren Ziel eben die kritische Urteilsfähigkeit ist. Und gerade diese kritische Urteilsfähigkeit ist für mich in der Begegnung mit Daten ein zentrales Element von Bildung. Und so versuchen wir dann auch in unserer Forschung über Design-Based Research-Projekte und auch in der Lehre, also vor allem über das interessengeleitete Lernen der Studierenden, diesen pragmatischen Ansatz umzusetzen. Und gerade so durch die Interaktion mit den Technologien in den Lernprozessen kommen ja dann deren Spezifika zum Tragen, also ins Spiel. Also wie zum Beispiel die Bändigung des Zufalls durch die technologischen Regelsysteme und Steuerungssysteme durch Learning Analytics, wie es Martin Karcher formuliert. Ja, und aber so wie es mit der Heimat ist, man verlässt sie auch ab und zu und wendet sich anderen Orten zu. Und so braucht es meiner Ansicht nach auch weiterer Impulse für eine Bildungstheorie mit KI. Und da scheint mir im Moment so ein bisschen die kybernetische Pädagogik näher zu kommen, die wir alle irgendwie lange aus den Augen verloren haben, aber jetzt irgendwie auch logischerweise wieder durch den Augenmerk auf KI wieder mehr an Bedeutung gewinnt oder auch mehr in den Fokus kommt. Oder auch die kritische Pädagogik. Also das sind beides interessante Ansätze, die ich in Kombination mit dem Pragmatismus, mit der pragmatistischen Bildungstheorie kombinierend sehe. Und sie suggerieren auch so eine Nähe zur künstlichen Intelligenz und stellen eben auch die Steuerungsprozesse in den Mittelpunkt. Aber ich kann mir auch andere interdisziplinäre Ansätze, wie beispielsweise aus der Soziologie, vorstellen, die man gut zeitgemäßen Bildungstheorie entwickeln kann. Es sei beispielsweise verwiesen auf ein ganz relativ neues Buch von Urs Steheli, Soziologie der Entnetzung. Wird gerade gehypt, sollte man lesen und könnte man auch gut für unseren bildungstheoretischen Fokus, glaube ich, berücksichtigen. Finde ich sehr spannend, aber ich möchte natürlich nicht reduziert werden, in wirklich fast in gender-stereotyperweise auf den denkenden Mann, der nur die Kognition gelten lässt. Nein. Und bei der kybernetischen Pädagogik bei Felix von Kube, das
ist mir zu starr. Da würde ich Piaget vorziehen, der sagt, es geht um Äquilibration zwischen Akkommodations- und Assimilationsprozessen. Es geht immer darum, zu testen, ob ich mit dem, wie ich mir die Welt denke, relativ gut zurechtkomme. Das ist nahezu pragmatistisch, ob ich damit gut zurechtkomme oder ob es nicht so gut funktioniert. Und große Ereignisse wie 1989 zwingen 17 Millionen Menschen zum Akkommodieren. Und zwischendurch kommt man ja mit Assimilation ganz gut durch. Und das zu evaluieren, das ist dann wieder eine Qualität, die würde ich sagen, das macht Bildung aus. Mhm. Mit Blick auf die Uhr werden wir uns jetzt wahrscheinlich ich würde es furchtbar gerne weiter diskutieren, aber wir haben ein Plenum und wir haben dem Plenum versprochen, dass wir Fragen ans Plenum oder mit dem Plenum diskutieren möchten. Ja, genau. Und da würde ich dann auch vorschlagen, dass jetzt an dieser Stelle die Aufzeichnung, die erste Aufzeichnung endet. Und das, Herr Wollershal. Und wir zeichnen jetzt auch nochmal wieder auf. Okay. Also meine Take-Home-Message ist, EdTech und künstliche Intelligenz sind heute für Bildung nicht nur notwendig, sondern sie sind unverzichtbar. Und zwar die zunehmende Diversität unserer Lernenden, unserer Studierenden erfordert Individualisierung. Und diese Individualisierung, die schaffen wir nur mit Digitalisierung oder mit einem 1:1 Betreuungsschlüssel. Aber Kosten haben Beine, sagte ein Wirtschaftsprofessor. Und wenn wir das Ganze optimieren, dann werden wir Digitalisierung brauchen. Die Akzeptanz und der Erfolg, mein zweiter Punkt, von KI-gestütztem EdTech setzen aber voraus, dass unsere Mentees Empfehlungen bekommen, denen sie folgen können und nicht müssen. Also Gängelpädagogik führt nicht zur Bildung, sondern zur Unreife. Und ich habe an anderem Ort gezeigt, dass rigide Systeme, an denen die Pädagogik ja reich ist, von Comenius über die Bell-Lancaster-Methode im 19. Jahrhundert oder auch zu Skinners Teaching Machine. Also wenn wir Systeme bauen, die versuchen, Studierende zu programmieren, dann führen diese rigiden Systeme zur Abwehr, emotionalen Abwehr bei den Betroffenen. Und mehr noch, sie gefährden eigentlich Bildung als Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist meine Take-Home-Message. Mhm. Ja, meine Take-Home-Message zu KI-Bildung und zu Lernen, Bildung und KI lautet, wir Menschen streben ständig nach Veränderungen. Warum? Weil wir unsere Zukunft besser machen wollen als die Vergangenheit und Gegenwart. Wenn wir also die Hochschulbildung zum Besseren entwickeln möchten, sind künstliche Intelligenz und Learning Analytics zentrale Technologien auf dem Weg dorthin. Dies gelingt uns allen aber nur dann, wenn wir KI für Lehre und Studium gewissenhaft gestalten und eben einen ethisch begründeten Umgang mit KI an den Hochschulen wirklich kultivieren.